Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Und in meinem Leben, besonders in den letzten 3, 4 Jahren, habe ich sehr viele Entscheidungen treffen müssen und dürfen. Und auch im Moment verändert sich bei mir so viel aufgrund dessen, dass ich viele, viele Entscheidungen getroffen habe in dem letzten Jahr. Und auch gerade ganz akut in diesem Moment. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Denn ich sehe so viele Menschen, die sich selbst ein ganzes Stück hemmen, weil sie Angst davor haben, Entscheidungen zu treffen, weil sie Angst haben, die falschen Entscheidungen zu treffen und nicht zurückgehen zu können. Und vielleicht erkennst du dich jetzt schon wieder oder vielleicht auch gar nicht. Und vielleicht kennst du aber jemanden anderen, wo du immer wieder beobachtest, dass dieser so mit seinen eigenen Entscheidungen hadert und die eigene Entscheidungskraft immer wieder auslöscht. Ganz gleich, welcher Fall für dich zutrifft, ich lade dich ein, dass du dich jetzt zurücklehnst, dass du dich tief entspannst und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Episode. Ganz gleich, ob wir prinzipiell mit dem Thema Entscheidungen treffen eine Herausforderung haben oder nicht, ist es so, dass wir alle jeden Tag Tausende von Entscheidungen treffen. Wir entscheiden, welche Dinge wir anziehen, was wir essen, was wir nicht essen, was wir trinken, welche Worte wir wählen zu XYZ-Person und wir entscheiden uns dafür, dass wir ein gewisses Leben führen. Wir entscheiden, welchen Weg wir zur Arbeit nehmen, wie wir diesen Weg beschreiten, wie wir mit unseren Kindern sprechen, welche Dinge wir unseren Kindern mitgeben, wie wir mit unserem Partner sprechen, welche, ja, Dinge wir mit ihm reden und so weiter und so fort. Es gibt so viele Entscheidungen, die wir innerhalb von Sekunden und Millisekunden letztendlich durch unser Handeln durchführen. Wir entscheiden jeden kleinen Bruchteil unseres Lebens. Und trotzdem haben so viele Menschen mit ihrer eigenen Entscheidungskraft und mit dem Thema Entscheidung insgesamt eine Riesenherausforderung. Sie wollen nichts entscheiden, sie sind so entscheidungsfaul oder haben gar Angst vor Entscheidungen. Und die Dinge, die dahinter stehen, sind so, so, so banal und ja, fast urtümlich, denn es ist meistens eine Angst. Was ist also der Unterschied, ob wir vor einer Entscheidung Angst haben oder ob wir sie einfach mal so durch unser Handeln durchführen? Wir gar nicht genau darüber nachdenken, sondern einfach nur tun. Was passiert letztendlich dahinter? Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Aspekten? Aus meiner Sicht ist es letztendlich ein Aspekt, dass eine Entscheidung sichtbar wird für dich selbst, dass du eine Entscheidung spüren kannst, eine Entscheidung, die von deinem Alltag abweicht. Ganz häufig ist es so, dass wir die Entscheidungen, die wir ganz, ganz schnell führen, letztendlich einer gewissen Bedürfnisbefriedigung dienen. Wenn wir also uns dafür entscheiden, gewisse Kleidungsstücke zu wählen, gewisses Essen zu wählen und so weiter und so fort, wird diese Entscheidung dazu dienen, dass sie zu einem gewissen Werteziel führt. Das heißt, wenn wir ja die Werte in unserem Leben haben, dass wir uns gesund ernähren, dass wir uns vollwertig ernähren, dass wir sehr, sehr viel Achtsamkeit darauf legen, welche Nährstoffe wir unserem Körper zuführen, wird es ein leichtes für uns sein, sehr, sehr viele gesunde Lebensmittel zu konsumieren. Wiederum wird es eine sehr, sehr schwierige Entscheidung sein, wenn es dann darum geht, dann doch zu McDonald's und Co. zu gehen. Wahr oder wahr? Andersrum betrachtet ist es genau das Gleiche. Wenn, und jetzt habe ich vielleicht ein bisschen Not, das richtig auszudrücken, wenn du mit dem Essen nicht ganz so genau nimmst, wenn es dir vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, was alles in deinem Essen drin ist, weil dir letztendlich nur eins wichtig ist, dass es dir auf irgendeiner Ebene schmeckt.
Es soll dir schmecken, es soll den Kindern schmecken und so weiter und so fort. Es soll vielleicht einfach auch nur leicht gehen. Das Essen darf leicht sein, das darf schnell sein und so weiter und so fort. Wenn das dein Fokus ist, wird es für dich vielleicht viel, viel, viel leichter sein, die Entscheidung zu treffen, mal schnell zum Döner um die Ecke zu gehen, mal schnell eine Pizza in den Ofen zu werfen oder die Nuggets oder. Viel schwieriger wird dir jedoch die Entscheidung fallen, wenn es darum geht, dass du von heute auf morgen anfängst, nur noch Salat einzukaufen, nur noch Nüsse einzukaufen, kein Brot mehr zu essen, keine Süßigkeiten mehr in den Einkaufswagen zu legen und so weiter und so fort. Ich hoffe, du kannst es jetzt schon spüren, worauf ich hinaus will. Der Unterschied zwischen diesen beiden Entscheidungen jeweils ist, dass die Entscheidungen, die unser eigenes Wertesystem, unsere eigenen Werteziele unterstützen, dass sie uns ganz leicht von der Hand fallen. Es fällt uns sehr, sehr leicht, unsere eigenen Werte, ob sie bewusst sind oder unbewusst sind, letztendlich zu verfolgen und dafür Entscheidungen zu treffen. Anders sieht es jedoch aus, wenn wir Entscheidungen treffen, die außerhalb unserer Komfortzone sind und somit außerhalb unserer eigenen Werte, unserer eigenen Werteziele. Und ich möchte jetzt mal ein bisschen von diesem, ja, Essen-Thema wegkommen, weil ich glaube, dass es auch sehr, sehr triggerbehaftet ist. Und ich möchte das Thema Entscheidungskraft für dich so angenehm wie möglich in diesem Moment machen, dass du dich auf die Entscheidung an sich konzentrieren kannst in diesem Moment. Ansonsten sind Trigger natürlich immer sehr, sehr wertvoll für unsere eigene Entwicklung. Nur das mal so am Rande. Wenn wir also eine Entscheidung treffen sollen, die sichtbar eine Veränderung in unserem Wertesystem verursacht, entsteht hieraus automatisch ein Konflikt, Druck und Angst. Alle drei Aspekte können eine Rolle spielen. Es könnte aber auch sein, dass du vielleicht ganz andere Worte hierfür findest. Das Ding ist letztendlich, dass wir so oft in diesem Moment, wo wir merken, da ist ein Widerstand in uns, dass wir den Rückzug planen. Die meisten Menschen, wenn sie spüren, dass da irgendwo ein Widerstand ist in ihnen oder um sie herum, gehen diese Entscheidung nicht. Sie nehmen letztendlich den Rückzug, sie nehmen die Hintertür und rennen ganz weit weg, um so wenig wie möglich Entscheidungskraft da reinzustecken in diesem Moment. Jedoch ist es so, dass wir dieses Verhalten nicht von Geburt an erlernt haben. Wenn wir an unsere Babys denken, wenn die auf die Welt kommen, dann haben die so eine große Entscheidungskraft. Auch wenn sie diese noch nicht über Worte äußern können, ist dieses so sehr erkennbar, weil ansonsten würden du und ich jetzt hier nicht sitzen und diesen Podcast auf der einen Seite aussprechen und auf der anderen Seite hören. Wir haben als Neugeborene eine riesengroße Entscheidungskraft. Denn selbst wenn kein Mensch von außen zuwirkt, wenn ein Baby aus dem Mutterleib heraustritt, beginnt es der Mutter hochzukrabbeln, um an die Milchquelle zu kommen. Ja, das machen die Babys normalerweise naturgegeben von alleine. Dieser ganze Prozess läuft auf Grundlage einer Entscheidungskraft, auch wenn natürlich der Neugeborene jetzt sich noch nicht denkt, so ab, wo ist die Milchquelle, da geht's hin. Das ist ein Instinkt, ein Entscheidungsinstinkt, der hier abläuft. Und auch weiterhin wird unser Leben davon bestimmt. Wir lernen beispielsweise das Laufen auf Grundlage dieser Entscheidungskraft. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das Laufen, das ist ein wahnsinniger Entscheidungsakt. Rein theoretisch, wenn jetzt unsere Babys alle die Mentalität von uns Erwachsenen hätten, die schon so, ja, geprägt sind von ihren eigenen Erfahrungen, von den Erfahrungen der Gesellschaft und so weiter und so fort, würden sie wahrscheinlich einmal versuchen, ein kurzes Köpfchen zu heben und denken, zu schwierig, ich bleib liegen. Dann wären wir alle ja eine Art Nacktschnecke, die vielleicht eventuell sich kriechend durch das Leben bewegt. Wichtig ist nur ganz einfach, uns ist es im Hier und Jetzt so selten bewusst. Wir haben so viele Widerstände überwunden in unserem Leben. Wir alle, du, ich, jeder von uns. Und wir haben so eine negative Verknüpfung mit Entscheidungen. Es fällt uns so oft so sehr schwer, eine Entscheidung zu treffen,
weil wir vielleicht Angst haben, dass wir nie, nie wieder zurück dürfen. Und hier möchte ich mal auf ein weiteres Beispiel eingehen, was vielleicht noch viel deutlicher macht, was letztendlich eine große Rolle spielen könnte, dass wir irgendwann aufhören, dieses natürliche Entscheidungsfeuer, diesen Entscheidungsinstinkt auszuleben. Nehmen wir mal das Schwimmenlernen. Meine Tochter hat gerade sehr erfolgreich und richtig gut schwimmen gelernt und das hat sie in den letzten Urlauben immer, immer, immer mehr geübt und ist da immer mehr gewachsen. Und es waren kleine Schritte, aber sie hat über die letzten 3 Jahre richtig sicher schwimmen gelernt, dass ich mittlerweile keine Angst habe, meine Tochter irgendwie im Freibad oder sonst wo einfach ins Becken springen zu lassen, eine Rutsche alleine runterrutschen zu lassen und so weiter und so fort. Ich habe keine Angst mehr in Bezug auf Wasser in Verbindung mit meiner Tochter. Wenn man selbst in solchen Prozessen drin ist, wie zum Beispiel das Schwimmenlernen der Kinder, fällt einem auf einmal auf, dass im Umfeld ganz, ganz viele andere Kinder auch gerade schwimmen lernen. Und hier habe ich einmal so ein bisschen reflektiert, die verschiedenen Art und Weisen, wie ja, Eltern Kinder das Schwimmen beibringen. Ich möchte niemanden abwerten, ich möchte niemanden seiner Erziehung in Frage stellen. Jedoch habe ich sehr, sehr, sehr intensiv beobachtet, dass es mehrere Art und Weisen gibt, wie Eltern Kindern das Schwimmen beibringen. Es gibt im ersten Schritt die Eltern, die sehr viel Ungeduld aufbringen, wo es sehr schnell gehen muss und wo die Kinder dann eher dann doch wieder die Schwimmhilfe angezogen bekommen, stattdessen, dass die Eltern die Zeit dafür investieren. Das kann auch verschiedene Gründe haben. Dann der zweite Aspekt ist, dass Eltern Angst mit einbringen. Ich habe ganz oft diesen Satz gehört, willst du denn ertrinken? Dann stell dich nicht so an und schwimm jetzt. Hör auf mit dem Hundepaddeln, du willst da schließlich nicht ertrinken. Mach vernünftig die Bewegungen und so weiter und so fort. Du merkst vielleicht schon an meiner Sprachenergie, dass ich das nicht ganz so gut finde. Das ist aber meine Bewertung. Ich glaube, dass jeder Mensch, besonders in Bezug auf Kindern, jederzeit sein Bestes gibt und dass jeder Mensch in diesem Moment nicht anders reagieren kann, als er gerade kann. Und so geht es auch mir als Mutter. Ich habe da vielleicht ein bisschen mehr Geduld und hatte da auch nicht den Druck oder habe mir selbst nicht den Druck gemacht, dass mein Kind innerhalb eines Urlaubes perfekt schwimmen kann. Wir haben unseren Kindern so eine Schwimmgurte angelegt, die nur am Bauch sich befinden. Dadurch war es meinen Kindern immer jederzeit möglich, mit diesen Gurten frei zu schwimmen, sich frei zu bewegen, ohne dass ich Angst haben musste. Und wegen mir hätte sie das auch noch 1-2 Jahre machen können und spätestens dann wäre ja die Schule gekommen, die gesagt hätte, so jetzt müssen wir mal schwimmen lernen. Aber sie hat das ganz natürlich von alleine gemacht. Und natürlich habe ich sie immer wieder darauf hingewiesen, wie ich das mache, durfte da selbst auch mehr achtsam sein mit meinen Bewegungen beim Schwimmen. Und sie hat das dann irgendwann gemacht, weil sie selbst Bock hatte darauf, selbst Lust hatte darauf, diese Entscheidung zu treffen, es zu üben. So, kommen wir mal auf den mittleren Aspekt, den ich angebracht habe mit der Angst. Vielleicht haben wir alle schon einmal solche Situationen erlebt. Vielleicht haben wir die in der Kindheit erlebt. Vielleicht haben wir alle irgendwann mal diese Situation gehabt, dass wir aus Angst gelernt haben. Wir haben irgendwann gelernt, dass wir eine Entscheidung getroffen haben oder eine Entscheidung für uns getroffen wurde, die mit Angst verknüpft wurde. Und vielleicht haben einige Menschen von uns mehr diese Erfahrung gemacht als andere. Es könnte sein, dass wir so sehr mit Angst gelernt haben, ob aus unserem Elternhaus, aus unserem Umfeld, in der Schule und so weiter und so fort, als dass wir diesen natürlichen Impuls folgen konnten. Denn wenn ich mal in meine eigene Geschichte reingehe, hat Angst immer mal eine Rolle gespielt, ganz besonders dann auch in der Schule. Es war immer wieder so diese Angst, okay, du könntest schlechter sein als, du könntest eine schlechtere Note haben als, du könntest langsamer sein als und so weiter und so fort. Also dieses Vergleichen hat immer eine große Rolle bei mir gespielt. Diese Angst vor diesem Vergleich hat eine große Rolle gespielt. Und selbstverständlich ist Vergleichen aus meiner Sicht in unserer Gesellschaft bzw. in unserer Spezies ein ganz normaler Effekt, den wir letztendlich beigebracht bekommen, weil, machen wir uns nichts vor, auch das habe ich als zweifache Mutter mehrfach beobachten dürfen, das geht ja schon im Krankenhaus los.
Wie lange war deine Geburt? Ach, bei dir waren es 8 Stunden, bei mir waren es 10. Und was schmerzhaft? Ja, so geht es ja schon los. Denn das ist jetzt die Negativrichtung. Dann gibt es natürlich auch die, die sagen, was, 8 Stunden? Wow, das hätte ich ja nicht überlebt. Bei mir waren es 4. Das sind schon die ersten Anfänge und es geht die ganze Zeit so weiter. Und ich muss sagen, ich war auch eine Zeit lang so ein bisschen damit gefangen, gerade in diesem Triggerpunkt, das ist für mich immer wieder ein schmerzvoller Moment, verglichen zu werden und Angst davor zu haben, wenn ich dann doch nicht so gut war wie, dass es in diesem Moment mich arg getriggert hat und dass ich schon oftmals immer geguckt habe, okay, geht dies, geht das, geht jenes. Jedenfalls kommen wir zurück zum Text, jetzt habe ich mich ein bisschen verquasselt. Diese Angst, Lernen durch Angst, hat einen Einfluss bis ins hohe Alter, bis jetzt. Und vielleicht wird unsere Entscheidungshemmung, diese Angst vor Entscheidungen, genau von solchen Momenten gelenkt. Vielleicht haben wir immer mehr gelernt, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, dass die falsch war. Und viele Menschen von uns verbinden Fehler mit der Todesstrafe. Viele, viele Menschen haben so einen Widerstand gegen das Fehlermachen, gegen falsche Entscheidungen, dass sie alles dafür tun, dass sie keine in ihrem Leben irgendwie heraufbeschwören. Das heißt aber auch, dass sie die ganze Zeit in ihrem Radius bleiben, in ihrer Komfortzone, obwohl dieses Wort mittlerweile auch so abgegriffen ist, aber dieser Bereich, wo sie sich immer bewegen, jeden Tag und jeden Tag die Verlängerung ihrer Vergangenheit leben. Und die meisten Menschen in diesen Kategorien sind unglücklich. Ich sehe so viele Menschen, die ihr halbes Leben damit verbringen, zu klagen, zu jammern und zu leiden. Und trotzdem jeden Tag wieder das gleiche Hamsterrad leben. Und mir tut es in der Seele weh. Und ich habe irgendwann für mich entschieden, dass ich das nicht möchte. Dass für mich diese Entscheidung und letztendlich, was steckt denn in Entscheidung drinne? Entscheidung ist ja letztendlich ein Wort, wo ja schon drinne steckt, dass wir uns von etwas entscheiden dürfen. Wir dürfen etwas gehen lassen, um in eine neue Richtung zu blicken, eine neue Perspektive einzunehmen oder auch einen neuen Weg zu gehen. Und ich glaube, dass wir am besten Entscheidungen treffen können, wenn wir wirklich und ehrlich berührt sind. Was meine ich damit? Ich habe gerade dir erzählt, dass ich immer wieder beobachtet habe in meinem Leben, dass so viele Menschen so unglücklich sind, so unzufrieden, so viel meckern, so viel leiden. Und ich habe viel in meinem Leben gelitten. Ich habe so lange unbewusst geglaubt, dass ich leiden muss in meinem Leben aus verschiedenen Perspektiven. Bin ich schon mal drauf eingegangen auf das Thema? Wäre vielleicht noch mal eine große Podcast-Folge wert, aber nicht an der Stelle. Jedenfalls habe ich das immer beobachtet. Ich habe selbst gelitten und habe gesehen, dass so viele andere Menschen leiden. Und irgendwann habe ich, und ich glaube, letztendlich führt alles darauf zurück, dass ich meinem Mann da sehr, sehr dankbar sein darf, weil er mir gezeigt hat, wenn irgendwo das einfach zu schwierig wird, dann geht er weg. Ist eine andere Geschichte wiederum, aber was habe ich daraus gelernt? Als ich mit ihm vor fast 17 Jahren zusammengekommen bin, war es so, dass ich am Anfang große Herausforderungen damit hatte. Immer wenn es in irgendeinem Freundeskreis irgendwie problematisch wurde, schwierig wurde, dann war das für ihn nicht mehr einen Schulterzucken wert, dann ist er eben zu anderen Freunden gegangen. Für ihn war das total destruktiv, irgendwie sich da reinzubringen in dieses Meckern und Leiden und Schimpfen und Lästern, sondern dann ist er da halt nicht mehr hingegangen. Er war nicht erwünscht oder irgendjemand ist nicht erwünscht, okay, dann ist es halt so. Und ich bin dann aber mitgegangen und habe das aber nie verstanden, weil aus meiner Sicht ging das nicht. Aus all den Dingen, die ich gelernt habe, ging das nicht. Und wir hatten auch als Paar mit diesem Thema immer mal wieder unsere Herausforderungen, weil das natürlich auch bei allen Konflikten so war. Und in Beziehungen gibt es Konflikte, das ist ganz klar. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Wir sind ja 17 Jahre daran gewachsen und ich bin dankbar für jede Tiefe, für jede Höhe und für jede einzelne Sekunde mit meinem Mann. Und ich
kann aus tiefstem Herzen sagen, ich liebe diesen Menschen so sehr. Und ja, vielleicht hört das ja irgendwann. Ja, ich liebe meinen Mann. Genau. So, um mal da reinzugehen. Ich wurde in diesem Moment berührt. Ich wurde berührt. Ich wurde berührt auf so viele Art und Weisen. Und ich wurde am meisten berührt, als wir auch wieder vor so einem Moment standen, dass es in einem großen Freundeskreis große, große Konflikte gab, immer wieder auch Lästereien und ja, Ausgrenzungen und so weiter und so fort. Und in diesem Moment hatten wir selbst auch persönlich in der Beziehung große, große Probleme. Wir hatten große, große Konflikte und aus diesem Konflikt heraus, aus diesen vielen Konflikten heraus, haben wir uns einen Bus gekauft und haben angefangen, rauszufahren in die Natur. Und ich wurde von diesem Moment, also nicht von all diesen Konflikten, von diesem Moment der Stille, der Dankbarkeit, der unendlichen Freiheit so sehr berührt, dass ich für mich die Entscheidung getroffen habe, dass ich das nicht mehr will. Ich habe für mich entschieden in diesem Moment, dass egal was passiert, dass ich dieses Leben, was so viele andere Menschen leben, nicht führen will. Und es schließt aber auch ein, dass ich nicht das gleiche Leben lebe wie meine Familie, wie so viele andere Menschen in meinem Umfeld. Und damit bin ich sehr angeeckt bis heute. Auch das als Randnotiz. Wichtig ist, ich habe mich berühren lassen. Und hier ist auch so wichtig zu verstehen, wir lassen uns nicht von negativen Dingen berühren. Wir lassen uns nicht von Konflikten berühren. Wir lassen uns nicht von all diesem Stress und von dem Wahnsinn in unserer Gesellschaft berühren. Wir lassen uns von dem Schönen berühren. Wir lassen uns von Dingen berühren, die uns inspirieren, motivieren, die uns Freiheit schenken. Und ich habe mich so sehr berühren lassen von diesem Moment. Wir sind so viel gewachsen in diesem Moment. Es hat dazu geführt, dass wir angefangen haben zu klettern. Es hat dazu geführt, dass wir jetzt mittlerweile ja schon unseren dritten Bus bzw. jetzt Camper jetzt besitzen und dass auch unsere Kinder so viel Anteil daran haben. Und dass wir als Familie so diese Veränderung leben, so wie letztendlich alles damals begonnen hat. Und ich würde niemals unter keinen Umständen noch einmal diese Entscheidung bereuen oder noch einmal irgendwie widerlegen oder widerrufen oder was auch immer. Ich würde niemals diesen Moment in Frage stellen. Und wichtig ist, deshalb heißt es nicht, dass der Weg leicht war. Denn es ist doch so, wenn wir uns berühren lassen und daraus eine Entscheidung entsteht, dürfen wir uns von Dingen trennen. Und ja, wenn wir uns trennen, hat es eine Auswirkung auf alle Bereiche in unserem Leben. Und selbstverständlich hat dieser Moment mich zu dem heutigen Ich werden lassen. Das heißt, alle Entscheidungen, die danach gefolgt sind, sind entstanden in diesem Moment, als ich mich berühren lassen habe. Und den Weg, den ich jetzt mal im Groben skizzieren möchte, auch für dich, um diesen Weg weiter zu verstehen, ist, die Berührung führt zu dieser ja, Entscheidungsveränderung. Wir entscheiden aufgrund dieser Berührung und beginnen eine Veränderung einzugehen. Mit Leichtigkeit. Und immer wenn wir diesen Widerstand spüren, von außen, von innen, werden wir geprüft. Und das hatte ich auch. Selbstverständlich bin ich in diesen Freundeskreis immer wieder reingegangen oder war bei anderen Freundeskreisen und immer habe ich diesen Widerstand gespürt. Ich habe immer wieder gespürt, oh, ich will das nicht. Ich war dann irgendwann so genervt. Und dazu kommen natürlich auch dann meine eigenen Herausforderungen, die ich mit meinem Körper hatte, die ich mit meiner Psyche hatte, mit meinem ganzen mentalen Sein. Und ich konnte das nicht mehr. Ich wollte das nicht mehr. Und ich habe das ganz offen gezeigt, was vielleicht nicht für jeden gut war. Und es tut mir auch im Nachhinein immer noch so sehr leid, dass ich vielleicht den einen oder anderen auch nicht richtig behandelt habe, dass ich den einen oder anderen vielleicht auch verletzt habe. Und es ist ganz wichtig, auch das gehört dazu. Auch das gehört dazu, dass wir uns das vielleicht auch eingestehen, dass wir vielleicht solche Fehler gemacht haben, aufgrund dessen, dass wir unsere Entscheidung so doll durchziehen wollten. Und ich habe mir mittlerweile für all die Folgen meiner Entscheidung, für die Art und Weise, wie ich sie teilweise auch durchgesetzt habe, vergeben. Und ja, spreche immer offener darüber. Und vielleicht wird es auch irgendwann noch tiefere Heilungen in diesen Ebenen geben. Das werden wir sehen. Wichtig ist letztendlich, dass ich
immer wieder auf diesem Weg, der hatte 10.000 Kreuzungen und immer wieder führte mindestens eine Abzweigung wieder zurück in mein altes Leben, zurück zu dieser Art von Leben, bevor ich berührt wurde. Und ich habe immer gemerkt, wenn ich mal diese Abzweigung gegangen bin, dass dieser Druck, dass dieser Widerstand in mir, dass das so alles so schwer wurde. In mir war das alles so schwer. Und was habe ich gemacht? Ich bin der Leichtigkeit gefolgt. Und das ist ganz wichtig, wenn wir eine Entscheidung treffen und wir spüren wirklich, dass diese Entscheidung, wenn aus Berührung entstanden ist, dann wird es leicht. Es wird leichter, ganz gleich in welchen Bereichen. Und kommen wir mal auf eine Entscheidung, die so, so viele Menschen immer und immer wieder treffen, augenscheinlich, aber dann doch nicht durchziehen. Beispielsweise das Abnehmen, das gesünder Leben, mehr Bewegung in ihrem Alltag. Die meisten Menschen lassen sich nicht berühren von irgendetwas. Sie entscheiden sich auf Grundlage von gesellschaftlichen Idealen, Konventionen oder weil man das gerade so tut. Weil irgendwie alle um einen herum gerade zum Neujahr wieder das Fitnessstudio-Abo aufleben lassen. Oder weil ja unbedingt der Urlaub ansteht und ja vielleicht der Bikini nicht ganz so gut mehr aussieht. Das ist keine Berührung. Das ist Zwang. Das ist Abhängigkeit. Das ist Gefangensein in den eigenen Glaubenssätzen. Und dieses berührt werden lassen, sich das auch zu erlauben, ganz ehrlich zu sein, ist diese Entscheidung aus Berührung entstanden oder war das jetzt mal wieder nur so eine Beeinflussung? War das mal wieder ein, ich will dazugehören? Ich will jetzt mal mitmachen, weil es alle tun. Ich will irgendjemanden irgendwie von mir überzeugen, gut genug sein oder was auch immer. Wichtig ist letztendlich, dass wenn wir es geschafft haben, uns berühren zu lassen, diese Entscheidung zu treffen, um einen Weg anzutreten, der leichter wird, dann haben wir mehr Energie. Und diese mehr Energie wird uns dabei helfen, alle Schwierigkeiten auf diesem Weg zu überwinden. Weil nochmal, ich will es nochmal groß unterstreichen, wenn ich sage, diesem guten Gefühl, diese Leichtigkeit und so weiter und so fort, dann heißt es nicht, dass diese Wege leicht sein müssen. Es heißt nicht, dass mein Weg von der damaligen Berührung bis heute easy peasy war, ganz gleich. Was du jetzt denken magst, das war es nicht. Ich habe ganz viele Menschen verloren. Ich habe, ja, jetzt werde ich emotional. Ich habe viele, viele, viele Tränen geweint. Ich habe vielleicht so viele Menschen verletzt, obwohl ich es niemals wollte. Ich habe vielleicht Dinge nicht tun können, obwohl ich es gerne getan hätte. Und letztendlich ist es so, dass ich es trotzdem niemals anders machen würde. Ich habe so oft diesen Weg so ein bisschen zurückverfolgt. Gerade in den Prozessen der Heilung, gerade in Hypnoseprozessen, in Meditation und Co., um für mich diese Thematiken wirklich ganzheitlich zu betrachten, um für mich einen Unterschied zu machen, um für mich frei zu sein von all diesen Beschuldigungen an mich selbst und an andere Menschen. Und ich würde es immer wieder genauso machen, weil der Weg wird trotzdem leichter. Dadurch, dass du auf diesen Wegen wächst, wenn wir zum Beispiel in die Bewegung und ins Training nochmal reinschauen, wenn du dich wirklich berühren lässt von einem Aspekt, dann wirst du merken, dass es natürlich erstmal schwer sein könnte, eine Routine zu erstellen. Es könnte schwierig sein, das erste Training zu machen, dich Stück für Stück zu steigern. Aber dein Körper wächst daran, du wächst daran, deine Muskulatur wächst, deine gesamte Körperstatik wird sich stabilisieren und so weiter und so fort. Und dadurch wird es leichter. Ich wurde bereits gefragt in einem Live, das war glaube ich vor 2 Wochen in der Podcast-Episode, habe ich das live geteilt zum Thema Motivationskraft aktivieren und da wurde ich gefragt, was mich motiviert. Mich motiviert es jeden Tag im Hier und Jetzt, dass ich diese Kraft in mir spüre, die körperliche Kraft und die mentale Kraft. Es gibt für mich nichts Schöneres, als laufen zu gehen, Sport zu treiben und in mir zu spüren, dass mein Körper das kann. Es gibt für mich nichts Schöneres, in stressigen Situationen zu merken, dass ich
ja, bei mir bleiben kann. Es gibt nichts Schöneres für mich, wenn ich in einem Konflikt war, der mich vielleicht auch ein bisschen gefordert hat, dass ich trotzdem danach sagen kann, hey, alles ist gut, ich liebe mich selbst, ich bin sicher, ich bin geborgen und ich werde geliebt. Und das ist ein wichtiger Aspekt, der für dich auch eine Rolle spielen kann, wenn du anfängst, über deine eigenen Entscheidungen vielleicht ein bisschen achtsamer nachzudenken und zu reflektieren. Wichtig ist letztendlich, dein Körper ist ein ganz, ganz schlaues Kerlchen. Der ist nämlich die ganze Zeit darauf bedacht, dich in einer Energiesparvariante zu halten. Das heißt, er wird immer den leichteren Weg gehen. Wenn du ihn also anfängst zu trainieren, wird es darauf hinauslaufen, dass er immer, immer besser wird. Also er wird so mit seiner Energie haushalten, dass er beim nächsten Mal nicht so viel Energie verbrauchen muss, wenn du wieder Sport machst. Nennt sich Superkompensation im Übrigen in der Trainingstechnik. Und letztendlich ist es aber so, dass aber dieses Prinzip auch andersrum funktioniert. Das heißt, wenn du deinen Körper nicht benutzt, wenn du dein Gehirn nicht benutzt, wenn du dein gesamtes System nicht benutzt oder nur auf eine Art und Weise, wird er letztendlich die gesamten Bereiche, die du nicht benutzt, abschalten. Er wird sie weniger werden lassen. Kennst du, oder? Und diese Lücke, die dann entsteht, entsteht dann meistens solche Dinge wie Fett, Stress, Depression und Co. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr allgemein skizziert. Wichtig ist letztendlich, dass du damit arbeiten kannst. Du kannst anfangen, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, auf Grundlage dessen, dass du berührt wurdest, dass du das spürst, dass es leichter wird, dass du anfängst, diesen Weg immer wieder zurück zu verfolgen und dir einmal bewusst werden lässt, wo du angefangen hast. Und das ist letztendlich ja schon dieses ganze Geheimnis an Entscheidungen, was wahrscheinlich im ersten Moment dir jetzt nicht weiterhilft, wenn du eine Entscheidung getroffen hast. Vielleicht darfst du anfangen zu hinterfragen, welche Entscheidungen du triffst und wovor du Angst hast. Denn was jetzt ganz wichtig ist, bevor ich nochmal zusammenfasse, wenn wir Angst haben, gewisse Entscheidungen zu treffen und deswegen immer nur in den alten Trott hineingehen, der uns vielleicht so sehr kaputt macht, ist es doch so, dass wir die Bedürfnisse dahinter betrachten. Wenn wir eine Entscheidung treffen, beispielsweise, dass wir anfangen wollen, uns mehr zu bewegen, ist es doch so, dass wir hier zwei Bedürfnisse ansprechen. Einmal ist es das Bedürfnis von Sicherheit, Geborgenheit, Dazugehörigkeit, von dem, was du einfach dir sicher, sicher, sicher bist. Gleichzeitig möchtest du dich verändern und das Bedürfnis der Veränderung haben auch wir. Ich darf mich daran erinnern, an den Säugling. Wir sind geboren als verändernde Wesen. Wir sind geboren als wahre entscheidungsfreudige Wesen. Und wir, ja, trainieren es uns ab aufgrund dessen, dass wir Stück für Stück einfach Angst davor haben, Fehler zu machen, dass wir Angst davor haben, dass wir nicht zurück können. Und diese beiden Bedürfnisse, Sicherheit und Veränderung, die kollidieren in diesem Moment. Diese beiden Bedürfnisse werden in den Konflikt treten. Was passiert bei Konflikten? Meistens entsteht Druck, es entsteht ganz, ganz, ganz viel Reibung. Und vielleicht haben wir viel zu oft gelernt, der Klügere gibt nach. Und was machen wir? Wir geben nach und gehen wieder zur Sicherheit. Wir bleiben in der Komfortzone, wir bleiben in unserem alten Alltag, auch wenn uns dieser total unglücklich, krank und was auch immer werden lässt. Wir bleiben viel lieber dann dort, gehen den geringsten Widerstand und ergeben uns unserem eigenen Leben. Wenn du aber hier mal reinblickst und tatsächlich mit diesem Konflikt arbeitest, genau dir betrachtest, was denn letztendlich die Berührung da drin sein könnte. Weil was könnte denn die Berührung sein? Und ich kann auch wieder hier von mir sprechen. Als ich mich entschieden habe, laufen zu gehen, habe ich das nicht von heute auf morgen entschieden und habe das dann durchgehalten. So war es ganz bestimmt nicht. Ich habe über Jahre hinweg immer mal 14 Tage durchgehalten, das so jeden zweiten Tag so richtig ambitioniert, immer mal so ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, war total fix und fertig und
konnte das auch nicht kompensieren, körperlich gesehen, weil ja meine Ernährung so unterirdisch war und die gesamten psychischen Gegebenheiten. Und dann habe ich es mal wieder sein lassen, Ewigkeiten, bis mal wieder der Bikini gerufen hat und so weiter und so fort. Wirklich berührt wurde ich tatsächlich, als ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr konnte. Das war ein Moment, da lag ich weinend auf der Couch und konnte mich nicht mehr bewegen und hatte so einen schlimmen Tag hinter mir, mental und psychisch gesehen. Was mich aber berührt hat, war kurze Zeit später eine Frau, die bestimmt 10 Jahre älter war als ich und die in der gleichen Kategorie wie ich getanzt hat und die so fit war, dass es nicht mehr ging. Und in diesem gleichen Zeitraum haben sich so viele andere Menschen gezeigt, die mega fit waren und die die so lebensfroh waren und die mit einer Ruhe und Gelassenheit in ihrem Leben standen. Und dann habe ich mich angeblickt, habe mein Umfeld angeblickt und dachte so, das ist es. Und das war die Berührung. Das war die Berührung, wo ich wirklich angefangen habe zu trainieren. Das war noch nicht ganz so optimal, aber nah daran folgte dann auch die Berührung mit der Natur. Also du siehst, letztendlich ist es eine Aneinanderreihung von Berührungen, die dazu geführt haben, dass ich meine Entscheidung immer in eine gewisse Richtung gesetzt habe. Und das wünsche ich mir auch für dich, das wünsche ich mir für alle Menschen auf dieser Erde, in diesem Universum, dass diese Berührung so viel größer wird als die Angst davor, eine falsche Entscheidung zu treffen. Weil, letzter Gedanke, bevor ich tatsächlich jetzt hier die Zusammenfassung starte, es ist doch so, wir haben Angst davor, eine falsche Entscheidung zu treffen. Aber wenn du jetzt mal meine Geschichte siehst, ich bin auch immer wieder die falsche Abbiegung gegangen. Und ich habe mich da umgeguckt, habe gemerkt, okay, nein, nein. Ich sage auch immer sehr gerne, und dazu müsstest du mich wahrscheinlich sehen, aber ich sage immer sehr gerne mit so einem Hammer, mit so einem vorgestellten Hammer in der Hand, immer wieder auf den Kopf, bis du es verstehst. Also ich will damit sagen, das Leben haut dir so oft den Hammer auf den Kopf, bis du es verstanden hast. Und genauso war es bei mir. Ich bin immer wieder in die falsche Richtung gegangen, immer wieder in diese alten Gefilde rein, um zu merken, nein, das fühlt sich nicht gut an. Nein, das willst du nicht. Nein, nein. Und dann bin ich zurückgegangen, habe weitergemacht, ohne mich dafür zu verurteilen, ohne irgendwie anzufangen, dass ich irgendwie glaube, dass ich von vorne anfange und so weiter und so fort. Ich habe einfach weitergemacht. Und die Wahrheit ist doch letztendlich, wenn du 2 Schritte nach vorne gehst und einen Schritt zurück, bist du immer noch einen Schritt nach vorne gegangen. Und wenn du so dein Leben lebst, wirst du auch vorwärts kommen und wirst, wenn du ganzheitlich dein Leben siehst, langfristig dein Leben siehst, wird das genau der richtige Weg sein, in der richtigen Geschwindigkeit, die du brauchst, nicht irgendjemand anders. So, ich möchte jetzt noch mal so ein bisschen zusammenfassen, um was es jetzt heute eigentlich ging bei den ganz vielen Bildern und Geschichten. Erster Punkt: Werde dir bewusst, auf welcher Basis du deine Entscheidung getroffen hast oder treffen möchtest. Ist es ein Moment, wo du berührt wurdest? Oder ist es mal wieder nur etwas, wovon du glaubst, dass es mal wieder Zeit ist? Wurdest du wirklich berührt oder ist es nur in dir so ein Ding, so, ach, ich muss mal wieder was tun? Das ist wichtig. Das ist wichtig. Genauso wichtig ist, dass wenn du hineinspürst, wenn du berührt wurdest, welcher Konflikt entsteht. Dass du also im ersten Schritt ganz viel spürst. Dass du spürst, was das für eine Entscheidung ist. Und dass du spürst diesen Konflikt, der da entsteht, zwischen der Sicherheit und der Veränderung, was der dir sagen möchte. Ist die Sicherheit, die du so sehr verteidigst jetzt im Unterbewusstsein in diesem Moment, ist die wirklich so sicher? Oder ist es genau die Sicherheit, die deinen Körper abbauen lässt, die so viel Stress in dein Leben zieht, die immer mehr und immer mehr an dir nagt? Ist es genau die Sicherheit, die du verteidigen möchtest? Und könnte es sein, dass die Veränderung so viel bereithält, so viel Potenzial in sich trägt und dass du schlicht und einfach Angst davor hast? Angst davor hast vor dem Unbekannten, Angst davor hast, dass sich vielleicht tatsächlich alles verändern könnte. Und das ist vielleicht der wichtigste Punkt. Der zweite Punkt hier drinne, der schließt direkt da an.
Arbeite genau mit diesen Ängsten. Werde dir bewusst, was es für eine Angst ist. Und ich arbeite ja so gerne mit Fragen, wie du vielleicht schon weißt. Und ich stelle mir jeden Tag Hunderttausende von Fragen selbst. Eine Frage, die jetzt hier lauten könnte, die du dir stellst in diesem Schritt, wäre: Wird mein Weg leichter, wenn ich die Angst überwunden habe? Wachse ich an meiner Angst, wenn ich sie überwunden habe? Und es ist doch so, wir haben so sehr Angst vor der Angst und verpassen hierbei das Potenzial, was entsteht, wenn wir einfach durch die Angst hindurchgehen, um tatsächlich zu sehen, dass die Veränderung so viel bereithalten kann. Im dritten Schritt ist es wichtig, dass du immer wieder diese Entwicklung bewusst wirst. Dass du nicht sagst, wenn du mal wieder ja in deine alten Muster hineingefallen bist, was die Marie erzählt hat, das war alles Quatsch, und trotz Berührung bin ich jetzt wieder hier, sondern dass du da wirklich mal ganz ehrlich reinspürst, dass du anfängst zu reflektieren, wo warst du denn? Bist du wirklich noch die gleiche Person, die die Entscheidung getroffen hat, die sich berühren lassen hat? Oder bist du schon meilenweit entfernt? Was sich dazu wirklich gut macht, ist Tagebuch schreiben. Schreib es dir auf, schreibe deinen Weg auf, schreibe deine eigene Geschichte auf. Und wenn du dazu Lust hast, lese sie dir durch. Der vierte und letzte Punkt ist: Höre nicht auf, dich berühren zu lassen von deinem eigenen Weg. Höre nicht auf, dich von Entscheidungen berühren zu lassen. Übe das Entscheiden, weil das wird letztendlich dazu führen, dass du irgendwann mit Leichtigkeit entscheidest, dass vielleicht auch die großen Entscheidungen dich nicht mehr so aus der Bahn werfen und dich letztendlich so in diesen Angstmodus versetzen, sondern dass du diese Entscheidungen sehr geduldig und klar und strukturiert einmal dir anschaust und dass dieser Konflikt, der dahinter ist, vielleicht nur ein Prozess in dir auslöst, der dich achtsam werden lässt, um vielleicht jetzt in diesem Moment genau die richtige Entscheidung zu treffen. Wichtig ist, übe, 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 übe und lass dich nicht von eventuellen Fehlern beeindrucken. Sei mutig für dich und für jede einzelne Entscheidung. Und ich freue mich schon so sehr, wenn du mir erzählst, was du aus dieser Folge mitgenommen hast, welche Aspekte du vielleicht für dich üben möchtest, welche Aspekte du ausprobieren möchtest. Und ich würde mich auch so sehr freuen, wenn du mir erzählst, wann du berührt wurdest und welche Entscheidung du daraus getroffen hast. Lass mir hierfür gerne deine Geschichte auf dem heutigen Post auf Instagram da. Und ja, ich freue mich so sehr, wenn du mich unterstützt und diesen Podcast und auch diese Folge in deiner Podcast-App kurz bewertest und du mir erzählst, was der Podcast für dich gemacht hat, was die Folge für dich gemacht hat, was du mitgenommen hast und mir eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. Denn genau das hilft mir so sehr weiter und es hilft auch anderen Menschen, meinen Podcast zu finden, sodass ich noch mehr Menschen erreichen und unterstützen kann. Ich danke dir von Herzen und freue mich schon so sehr, von dir zu hören und zu lesen. Du bist es in deinem Leben wert, gesund und glücklich zu sein. Lass dich berühren von deinem Weg, von deinem Leben und bleibe bewegt, deine Marie.